unter Wasser von Rainer Schwalme. Das Wasser wird mit Fug und Recht als das prägende Element im Spreewald bezeichnet. Wer sich im Spreewald bewegt, kommt ohne Frage mit dem nassen Element in Berührung. Den Künstler Rainer Schwalme inspirierte der Spreewald daran zu erinnern, dass die Selbstverständlichkeit des Lebenselixiers Wasser eigentlich keine Selbstverständlichkeit mehr ist, und so widmet er seine Arbeit dem feuchten Nass und beschreibt sie wie folgt. Die Medien berichten von Wassermangel da und von Hochwasserkatastrophen dort. Verunreinigtem Wasser, das geklärt werden muss, von der Not mit dem Wasser und von der Not des Wassers. Die alten Griechen erkannten, das Wasser ist wichtiger als der olympische Sieg. Es ist die Grundlage des Lebens. Alles ist aus dem Wasser gekommen und wird durch das Wasser erhalten. Es gibt viel zu tun, es auch für künftige Generationen zu sichern. Noch führt die Spree Wasser. Wer hier übernachtet, sollte angeregt werden, über das kostbare Nass nachzudenken. Unter und über dem Wasser von Egidius Knops. Als Auen- und Moorlandschaft besitzt der Spreewald für den Naturschutz überregionale Bedeutung und ist seit 1991 UNESCO-Biosphärenreservat. Unzählige Wasserläufe durchziehen hier ein von Wald und Wiesen bedecktes Urstromtal und die Spree nimmt den Charakter eines Binnendeltas an. Die Erlebnisse und Eindrücke der unmittelbar erlebten Wasserwelt des Spreewaldes, der Duft des Wassers, die einzigartige Flora des Spreewalds und die erlebte und erahnte Fischvielfalt. Das alles spiegelt sich in der Idee und deren Umsetzung im Zimmer wider. Eine Leuchtwand von 3x3 Meter entführt die Bewohner des Zimmers in die Wasserwelt des Spreewalds. Elektronisch steuerbar kann man in die mit heimischen Fischarten bevölkerte Unterwasserwelt eintauchen. Neben dieser beleuchteten Unterwasserwelt als sinnbildlich zentrales Element findet die Natur auch optisch Einzug in das Zimmer. Dies geschieht unter anderem durch eine als skulpturales Raumelement fungierende Wasserlilie, deren Schatten sich auf der gegenüberliegenden Wand widerspiegelt, sowie durch einen Glastisch mit rund 35 Weidenästen als Tischbeine, in dessen Gestrüpp sich kleine Fische beobachten lassen. Die gesammelten Eindrücke, die die Gäste aus der freien Natur mit ins Zimmer nehmen, sind hier wieder zu entdecken.